Das Burgfest auf der weltlängsten Burg steht vor der Tür. Noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Die Fanfaren klingen, die Trommeln wirbeln und in Burghausen steht das ganze Wochenende die Zeit still. Vom Freitag, den 7. Juli bis Sonntag, den 9. Juli, wimmelt es nur so von Mittelalterfreunden in der Salzachstadt. Die Freude bei den Verantwortlichen ist natürlich riesengroß. Wir freuen uns, unsere Gäste, internationalen Gäste begrüßen zu können, unsere Besucher begrüßen zu können. Es ist einfach immer wieder schön, auf der Burganlage ein Fest veranstalten zu dürfen. Und das Wetter, Mai, das Wetter können wir sowieso nicht machen. Wir haben Burgfeste gehabt, da war es kalt. Wir haben Burgfeste gehabt, da hat es geregnet. Und in diesem Jahr ist uns das Wetter vielleicht hold und da ist es warm und schön. Und man kann am Abend lang beieinander sitzen. Das ist doch was ganz was Tolles. Solche Nächte sind bei uns auch rar zu zählen. Wichtig ist auch eine gute Verkehrs- und Parkregelung. Nicht nur die vielen Besucher müssen bedacht werden, auch die über 1500 Aktiven von nah und fern. Also den Burghausern empfehle ich, mit dem Shuttlebus zu fahren, der kostenlos fährt, und den Auswärtigen die ausgewiesenen Parkplätze anzufahren. Von diesen Parkplätzen fährt im Ringverkehr ein Shuttle-Service und dieser Shuttle-Service bringt sie direkt vor das Burgfestgelände. Und der Shuttle-Service ist im Preis der Eintrittskarte mit dabei. Allein 1500 aktive Mitwirkende beim Festzug. Aber wo kommen die denn überall her? Wie gesagt, wir haben internationale Gäste, sie kommen aus Tschechien, sie kommen aus Italien, sie kommen aus der Schweiz, sie kommen zum Teil aus Frankreich, aus Belgien, also es ist bei uns alles vertreten. Wir haben sogar Norddeutsche bei uns hier, wir haben internationales Publikum da, internationale Gäste, genauso wie wir, denke ich mal, internationale Gäste als Besucher hier haben. Stefan Lindhuber, der neue Herzog Wilhelm IV., freut sich sehr über seine neue Rolle. Die Vorfreude ist ja riesengroß auf Samstag. Ja, nervös, glaube ich, ist der falsche Ausdruck. Aktuell ist es gerade nur so, dass wir eben in die Vorbereitungsphasen stecken und hier in die Aufbauarbeiten. Deswegen denkt man da noch nicht groß dran. Das wird dann morgen oder am Freitag und am Samstag dann schon kommen. Aber es überwiegt auf jeden Fall die Vorfreude und vor allem das gemeinsam mit den ganzen Mitgliedern des Vereins, mit den ganzen Mitwirkenden und Besuchern zu erleben. Das wird sicherlich sehr, sehr schön. Vorbereitet hat er sich eigentlich sehr gut. Ja, trainiert direkt jetzt so gar nicht. Natürlich bereitet man sich vor oder spricht sich ab, wie man gewisse Abläufe dann durchgeht. Aber wir waren ja auch schon davor, sage ich mal, viel dabei, auch beim alten Herzogspaar oder bei vielen Veranstaltungen und bei vielen Auftritten. Da schaut man sich dann natürlich das ein oder andere ab und dann bringt man seine eigene Note mit ein und dann, glaube ich, wird das schon ganz, ganz gut funktionieren. Und wo man sich gut positioniert, verrät Heinz Donner, der selbst auch mitspielt. Das ist jedem selbst überlassen, was er denn gerne anschauen will. Möchte er das Historienspiel am Startplatz stehen, dann ist er natürlich am Startplatz richtig. Und da kann ich ihm nur den Tipp geben, sich vielleicht in einen der Biergärten am Startplatz einen Platz zu reservieren. Dann kann er im Schatten sitzen, kann ein kühles Getränk genießen und dem Treiben zuschauen. Und wenn er dann alles sehen will, dann ist hier oben vor der Bäckerei ein toller Platz, vor dem Glöcklhof ein toller Platz oder dann in der Burg natürlich, wenn er dann schon reingeht. Ich für meinen Teil würde auf alle Fälle in die Burg reingehen, würde mir mein Ticket kaufen, in die Burg reingehen, würde mich an den Rand der Burgstraße stellen und da den Festzug einfach genießen. Dann bin ich nämlich schon herin und gehe den Massen aus dem Weg, die dann nach mir an die Kasse drängen. Kommen auch Sie zum Burgfest auf der weltlängsten Burg nach Burghausen. Der spektakuläre Festzug der Gruppen findet am Samstagnachmittag beginnend mit einem Historienspiel am Stadtplatz statt.